Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Blossom Good Child, Weihnachtsbotschaft von White Cloud, 19. Dezember 2016. Übersetzt von Key. Niederschrift: Ein herzliches Willkommen jeder Seele, die sich entschließt, diese Worte zu hören, die ich zu dieser außergewöhnlichen Zeit den Festlichkeiten beizutragen habe. Meine Freunde, vor langer Zeit auf eurem Planeten, Blossom plagt sich ein wenig und ich bitte sie um ihre Erlaubnis, mich sprechen zu lassen, denn sie ist etwas besorgt, über was ich sprechen werde, was ihr sofort bewusst war. Und das verwirrt sie ein wenig, denn ich zeigte ihr das Bild, das man durch eure Geschichte kennt, von dem Neugeborenen in der Krippe, mit den weisen Männern, den Schäfern, dem Ochsen, der Mutter und dem Vater, die liebevoll auf das Kind blicken und dem hellen Stern am Himmel. Blossom ist überrascht, denn ich spreche nicht oft über solche Angelegenheiten. Was wäre, wenn das eine Wahrheit ist, die stattgefunden hat? Für was würdet ihr diesen funkelnden Stern am Himmel halten? Denkt nur, wie eure Gedanken fortgeschritten sind und ihr nun diesen funkelnden Stern als ein Lichtschiff anseht, das darauf zu achten hatte, dass dieses Kind sicher geboren wurde. Meine Freunde, was auch immer eure Gedanken über diese Geschichte sein mögen, sage ich euch, dass an diesem Tag die Energie einer erleuchteten Seele auf eurem Planeten gekommen ist. Ich würde auch sagen, dass es nicht um diese Zeit im Dezember gewesen ist, aber aufgrund der Tatsache, dass dies eine bewusste Verbindung von Gedanken ist, war es so. Und ich habe das Gefühl, es ist angebracht, darüber zu sprechen. Die Energie dieser Seele hat eure Welt verändert. Die höchste Energie, die unter euch wandeln kann, kam in diese Welt, um euch über euch selbst zu lehren, euch über die Liebe zu lehren. Brachte viele Lehrer zu euch vom selben höchsten Format, die ebenfalls gewählt haben, unter euch zu weilen, was keine leichte Aufgabe ist. Diese Seelen der höchsten Energie des Lichts wurden auf die eine oder andere Weise lächerlich gemacht, missbraucht, gepeinigt und gequält. Und für all die Liebe, die sie schenkten, kam sehr wenig als Dank dafür zurück. Sie wandelten hier, bevor ihr diesmal gekommen seid, und zeigten den Weg, so wie ihr es jetzt tut. All jene, die meine Worte hören, sind Wegweiser des Lichts, der Liebe. Ihr seid Vorbilder dafür, wie ihr euer Licht ausstrahlen lasst, ohne zu beurteilen, wissend, dass diese Art zu leben, diese Art zu sein, die Wahrheit ist. Die Wahrheit, die tief in euch liegt, meine Freunde. Während ihr nun mit mir atmet, fühlt ihr diese Wahrheit in eurem Sein, dass ihr Fackeln des Lichts seid, hier auf eurem wunderschönen Planeten. Euer Licht strahlt heraus und erreicht diejenigen, die in Not sind. Ihr müsst nicht immer wissen, wo euer Licht hinstrahlt, wie weit und zu wem oder was. Ihr braucht nur den Vorsatz abzugeben, eure Liebe auszusenden. Ich sage euch, meine Freunde, es wird seinen Weg in alle Winkel und Ritzen finden, überall auf eurem Planeten und in eurem Planeten, überall um euren Planeten und darüber hinaus. Alle profitieren davon, nur durch euch, durch die Seelen, die ihr seid, die Absicht haben, die Liebe, die ihr seid, auszusenden. Viele Male habe ich schon gesagt, wenn ihr euer Licht von meiner Position aus sehen könntet, würdet ihr aus euch heraus vor Freude strahlen, wenn ihr eure eigene Wahrheit erkennt. Und wie würdet ihr über die Momente lachen,
die vielen Gelegenheiten, wo ihr euer Licht, das ihr seid, als viel geringer eingeschätzt habt, als es tatsächlich ist. Stimmt euch ein, auf wer ihr wirklich seid. Bittet darum, euch selbst zu zeigen, in euren herrlichsten Farben, meine lieben Freunde. Und wie ihr euch präsentiert, laufen vielleicht Tränen der Freude über eure Wangen, während die Wahrheit gezeigt und Wahrheit erkannt wird. Verweilt in diesem Gefühl, indem ihr auf das Licht seht, das ihr seid. Erkennt es, fühlt es, seid es, spendet es, empfangt es in jedem Atemzug des Lichts auf eurem Planeten, den ihr einatmet. Ihr seid so stark in eurem Wesen, ihr habt solche Kraft, und je mehr ihr euch selbst erkennt, desto leichter fällt es euch, diese Kraft zum höchsten Wohle, dem höchsten Gut von allem einzusetzen. Also bitte ich mit Ehrlichkeit und Respekt für euch, es euch zu erlauben, euch selbst in dieser festlichen Gelegenheit die Zeit zu schenken, ganz bewusst mit euch Verbindung aufzunehmen, damit ihr euch der göttlichen Quelle bewusster werden mögt, von der ihr ein Teil seid. Dankt der göttlichen Quelle aus eurem tiefsten Herzen, dass dies fühlen kann und während dies geschieht, ihr diese Dankbarkeit empfindet. Erstrahlt euer Sein noch heller. Wisst, dass es Engel gibt, Hüter gibt, Wesen des Lichts. Manche, die vor langer Zeit auf der Erde weilten und andere, die das nie haben. Jedoch wählt jedes einzelne Lichtwesen, um euch zu sein und euch und euren Planeten mit dem höchsten Licht zu überfluten, das sie um euretwegen aussenden können. Ich nehme diese Gelegenheit wahr, jeder und jedem zu sagen, dass ich euch liebe. Ich euch immer geliebt habe und euch immer lieben werde. Denn wir sind eine Kraftquelle der Liebe. Fühlt meine Liebe, meine liebsten Freunde. Ich sage Dank für diese Möglichkeit, mit euch zu sprechen. Und ich wünsche mir, selbst durch die Stimme, meinen Dank meiner Freundin Blossom auszusprechen. Denn sie hat mich dabei unterstützt, das, was ich mitteilen möchte, an so viele zu vermitteln. Ich liebe dich, Blossom. Also, meine Freunde, freut euch, bringt Freude und Lachen in euer Leben und für andere und euren Planeten. Denn, wie ihr sehr wohl wisst, ist dies die angenehmste und leichteste Art der Schwingung von allen und allem zu erhöhen. Nun denn, verabschiede ich mich mit einem fröhlichen Hohoho in aller Liebe. Wir sagen Dank der göttlichen Einheit dafür, dass dieses Gespräch stattfinden konnte. Wir bitten, immer demütig bleiben zu dürfen, um zu dienen und zu empfangen, und wir weiterhin mutig als das Licht und die Liebe vorangehen. Adieu, meine Freunde. Adieu.